Mir als Vize-Wetterfrostchef sagt meinen kleinen Zeichen eindeutig und klar, dass morgen am Morgen die Sonne höchstwahrscheinlich scheint. So. Also ab der 6,5 Seite. Ja, also ja. Ein bisschen präziser für 10 Franken. Ja, okay. Als Wetterfrostchef. Es könnte dazu natürlich auch noch ein paar Wolken haben, die die Sonne bis zu einem gewissen Teil ein bisschen verdecken. Ja, es sind möglicherweise noch ziemlich relativ mehr oder weniger sozusagen graue bis hellschwarze Wolken, die noch könnten da und dort vorhanden sein. Nein, also jetzt halt mal, das ist ja ein fürchterlicher Durcheinander, den ihr mir da verzapft. Ist es jetzt schön oder ist es jetzt Wüstmonamorgen? Ja, eher schön, wie gesagt. Ja, noch leicht bedeckt. Ja, sozusagen ein bisschen stark bewölkt. So, nein, also jetzt pfeifen Deckel, jetzt langen es mir aber. Ihr schwindelt mir ja etwas vor, dass ich Balken bügele. Ja, also, ist überhaupt nicht. Ja, ich glaube, ich weiss jetzt, wie das Wetter wird. Es regnet sogar da innen, in der Wirtschaft innen. Da, merkt ihr es? Sterne, Hagrid, lehrt er uns einfach sein Blätterli-Wasser über den Kopf. Was also, du. Also, das ist jetzt ein wirklicher Skipper. So eine freche Bande. Bestimmt sind das gar keine richtigen Wetterfrösche gewesen. Aber denen habe ich schön umgegeben. Wie begossene Buddel sind sie da gestanden, die drei Quakenköpfe. Am anderen Morgen musste ich schauen, dass ich weiterkomme auf meiner Alpenreise. Und wie vor mehr als 2000 Jahren der Feldherr und Krieger, der Hannibal, mit seinen Elefanten, bin ich über Berg und Tal weitergezogen. Von Frankreich über auf Italien. Und was macht man als erstes, wenn man auf Italien kommt? Klar, Spaghetti schnabulieren natürlich. Mmh.